Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sabidu Handarbeitspodcast. Ich bin die Sabina und ich zeige euch hier wie immer, was ich in den letzten Wochen so gehandarbeitet habe. Ich habe heute gestricktes, ein bisschen was genäht. Gestickt habe ich heute gar nichts zum Zeigen. Ich habe sowieso nicht so viele Sachen wie sonst. Aber es sind jetzt schon wieder 3 Wochen vergangen seit dem letzten Video und ich dachte mir, jetzt nimmst du einfach eine Folge auf. Ja, ich habe in den letzten Wochen eben nicht so viel gestrickt, weil ich viel ausgemistet habe. Ich habe, irgendwie hat es mich so richtig gepackt mit dem Ausmisten. Und es hat mir auch Spaß gemacht und ich bin natürlich noch längst nicht überall durch, aber ja, da werde ich sicher noch weitermachen. Und ich habe seit längerem wieder mal ein Buch gelesen. Ich lese eigentlich sehr gerne, aber wenn ich eben ein gutes Buch, also ein Buch, das mich packt, wenn ich so eins lese, dann möchte ich eigentlich nichts mehr anderes tun, als zu lesen. Und darum lese ich eben nicht so viel, weil ich weiß genau, ich komme sonst zu gar nichts anderem mehr. Und das sind halt so die 2 Gründe, warum es dafür nicht so viel Gestricktes gibt. Ja, entweder, ja, die freie Zeit, die kann man halt nicht, muss man dann halt ein bisschen aufteilen auf verschiedene Tätigkeiten. So, ich habe, wie ihr seht, den Gravellano fertig gestrickt. Ah, zuerst noch schnell, ich trage heute mein Soul Sister. Haben einige gefragt, haben mir geschrieben, ja, sie würden den gerne sehen, wenn ich den trage. Also ich zeige euch jetzt diese Jacke. Ist so weit mit Fledermausärmeln. Und hinten hat sie ein Bündchen unten. Da sieht man jetzt eigentlich, das habt ihr vielleicht das letzte Mal besser gesehen, von der Mitte aus, wo man anfängt zu stricken. Ja, und eben da die Kante mit dem Patentmuster. So, so sieht der getragen aus. Und alles weitere dazu, das könnt ihr im letzten Video nachschauen oder vorhergehenden Folgen. Und auf meinem Blog, da seht ihr ja jeweils, was ich euch in einer Podcast-Folge gezeigt habe und auch all die verschiedenen Links zu Muster, Anleitung, Wolle und so weiter. Die verlinke ich euch da immer. Also zum Raglano. Der ist jetzt fertig. Letztes Mal hatte ich einen Ärmel fertig, musste den zweiten Ärmel noch stricken. Und das Bündchen am Hals. Und wie ihr seht, ich hatte ja ein bisschen Angst, dass sich das dann da so zusammenrollt, weil man strickt ja eigentlich ein Rollbündchen, aber mit einer linken Reihe. Und es ist tatsächlich so, nach dem Waschen, also ich habe ihn nur gewaschen und ausgelegt, ich habe nichts irgendwie gespannt oder so, einfach so gerade hingelegt zum Trocknen. Und jetzt ist das wunderbar unten, es rollt überhaupt kein bisschen hoch. Überall, an den Ärmeln auch. Ich habe da oben beim Bündchen, habe ich, weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, ich habe 2 linke Reihen eingestrickt, weil ich eben ein bisschen Angst hatte, dass es zu fest runterrollt. Wäre aber nicht nötig gewesen. Und was ich auch gemacht habe, weil ich fand, der Ausschnitt ist doch etwas weit und ich habe zuerst nochmals 2 cm einfach glatt rechts angestrickt, bevor ich dann das Rollbündchen gestrickt habe. Ja, er gefällt mir total gut. Was ich auch noch geändert habe, ist, das habe ich euch im letzten Video gezeigt, dass ich hier einfach so einen Spickel habe ich eingestrickt. Ich habe recht schnell dann die Abnahmen
Also sehr schnell abgenommen, weil ich einfach die Ärmel etwas enger haben wollte. Das könnt ihr aber sonst auch im letzten Video nachschauen. Ich habe den aus Wolle von Wollmeise und Rohrspatz gestrickt. Die Pure ist das. Die verschiedenen Farben. Es sind vier verschiedene Farben, die ich gefadet habe. Die findet ihr auch in meinem Blog verlinkt. Da habe ich euch habe ich euch die Farbnamen hingeschrieben. Ja, die Anleitung ist von Nicolor und das Spezielle daran ist, dass man den aus jeder Wolle stricken kann. Man berechnet sich dann die Angaben anhand seiner Maschenprobe selber und das finde ich halt wirklich toll, weil ja, eben man kann die Wolle nehmen, die man möchte und muss sich überhaupt nicht an eine Maschenprobe halten. Ich habe ihn jetzt noch nicht getragen. Ja, ich freue mich jetzt, den anzuziehen. Natürlich wollte ich ihn noch neu zeigen, nicht schon eben getragen. Ja, der ist also fertig geworden. Dann auch fertig geworden sind meine Handschuhe. Die Selbu-Mittens, das war ja ein Kunkelkarl. Der ist aber jetzt schon fertig, vorbei. Und ich bin dann wirklich in der richtigen Zeit noch fertig geworden damit und habe jetzt beide gewaschen, weil die mir ja viel zu groß waren. Sie sind jetzt ein bisschen ganz leicht verfilzt. Das war eigentlich dann so halt beabsichtigt. Ich habe sie einfach bei 30 Grad mit der normalen Wäsche mitgewaschen, also nicht mit Wollwaschmittel und auch nicht in einem Wäschebeutel, sondern einfach so normal in die Waschmaschine. Und von der Größe her sind sie jetzt gut. Sie könnten noch etwas, ja, eigentlich sind sie gut. Hier ist noch ein bisschen Luft, aber. Und ich habe sie auch schon getragen. Die sind schön warm. Es war ja jetzt wieder richtig kalt. Und auf dem Fahrrad morgens sind die also echt gut. Viel wärmer als meine anderen Handschuhe, die ich mir gestrickt habe. Ja, und ich habe halt Freude, dass ich das durchgezogen habe, obwohl ich mich da teilweise echt drüber genervt habe, über das Stricken. Aber ja, jetzt sind sie fertig und sie gefallen mir total gut und sie erfüllen auch bestens ihren Zweck. Ich habe sie aus Letloppi-Wolle gestrickt. Ja, die finde ich auch toll, die Wolle. Die ist also nach dem Waschen richtig viel, viel weicher geworden, nicht mehr so kratzig wie ungewaschen. Ja, und irgendwann werde ich mir dann aus dieser Wolle einen Pullover stricken, habe ich mir so gedacht. Dann habe ich noch was fertig gestrickt, aber das ist leider nicht mehr hier, weil ich es schon verschenkt habe. Und zwar sind das die Bakerstwine-Topflappen für meine Tochter. Ich hänge euch hier ein Foto an. Ihr habt sie ja im letzten Video schon gesehen. Die sind aus einem älteren Garn von Langjans, habe ich die gestrickt, aus Tissa-Garn und zusammen mit einem einfach weißen Baumwollgarn, ein etwas dünneres, habe ich die zusammengehalten. Ja, ihr seht sie da auf dem Foto. Das sind so die fertigen gestrickten Sachen. Dann habe ich weiter gestrickt. Da bin ich aber eher gar noch nicht weit gekommen. Aber ich bin ja da immer noch oben am Kragen. Ist da ein bisschen ein Durcheinander von meinem Pullover, den ich stricke. Mal schauen, ob ihr das ein bisschen seht, das Zopfmuster. Ah ja, so sieht man es besser. So. Ist also schon relativ lang. Ich muss nicht mehr allzu viel stricken. Ich habe auch schon fast ein ganzes Knäuel verstrickt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da ein ganzes Knäuel in den Kragen
kommt, also ja noch mehr, weil ich bin ja noch nicht ganz fertig damit. Diese Seite ist eigentlich dann oben. Man sieht es nicht so gut. Hier wird das dann umgefaltet und das gibt so einen Tunneldurchzug, wo dann eine Kordel durchkommt. Irgendwo sind da zwei Löcher eingestrickt, da kommt dann die Kordel raus und jetzt bin ich eben hier, muss ich also noch so ein Stückchen stricken und dann ist endlich dieser Kragen fertig. Also nicht, dass jetzt das ewig lange dauert, aber ja, mein Ziel war halt, der Raglano muss fertig werden und dann stricke ich an dem weiter. Ich zeige euch noch ein Bild von dem Pulli. Der sieht so aus, da mit dem Kragen oben. Ja, und ich freue mich dann, wenn ich dann so quasi richtig daran stricken kann und ich da eben, ja, dann den Körper stricken kann. Ja, jetzt habe ich leider vergessen hier, also der Pullover heißt Harley, das weiß ich natürlich, aber von wem jetzt die Anleitung ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht Jenny Williams könnte sein, ich bin aber nicht ganz sicher. Aber natürlich verlinke ich euch die Anleitung, die kriegt man über, sagen wir, via Ravelry. Man wird dann auf eine Webseite geleitet, wo man sie dann kaufen kann. Den stricke ich aus der Merino 120 von Langjans. Die Farbe ist in, glaube ich, Anthrazit meliert oder so. Ist die Nummer 5, Farbnummer 5. Dann, was habe ich noch? Ich stricke an dem Tuch, das habt ihr natürlich auch schon gesehen. Jetzt einfach die, das letzte Mal habe ich es euch nicht gezeigt, weil ich da sowieso schon so viel zu zeigen hatte. Und ich hatte auch nicht allzu viel dran gestrickt. Jetzt wieder mehr, denn das soll dann bald mal fertig werden. Ja, so muss ich es euch zeigen. Es ist also schon ziemlich groß. Wird einfach ein ganz normales Dreieckstuch, das so in Pastellfarben, das stricke ich aus einer sehr gut abgelagerten Stashwolle. Das ist auch eine Langjans Mille Colori, eben in diesen Pastellfarben. Ich nehme ja nicht an, dass es diese Wolle in diesen Farben noch gibt, aber habe ich also nicht nachgeschaut. Ja, das gibt ein Geschenk und muss drum bald mal fertig werden. Ich habe jetzt aber noch dieses Knäuel und dann habe ich noch zwei ganze, die ich da reinstricke und dann ist die Wolle ganz aufgebraucht und das ist auch mein Ziel. Dann habe ich wieder einige Knäuel von Stashwolle weg. Das finde ich immer ganz gut. Und ja, ich habe mir das gleiche Tuch schon gestrickt, also das stricke ich einfach so ohne Muster, ist ja nur kraus rechts und halt in der Mitte und an den Seiten macht man Zunahmen. Hier in der Mitte und immer an den Seiten gibt es auch Zunahmen. Ich habe das aus derselben Wolle, habe ich mir auch ein Tuch gestrickt in anderen Farben und das ist also eigentlich mein Lieblingstuch, das ich so oft mir abends so über die Schultern lege, das mag ich total gerne, gibt einfach schön warm, ist relativ dick, ja, also wirklich ein sehr angenehmes Tuch, finde ich das, zum Tragen. Jetzt habe ich also relativ viel daran gestrickt, ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal vielleicht hier war, weiß ich aber jetzt wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich habe ich den dann umgehängt. Ich brauche den aber, damit ich weiß, auf welcher Seite ich die Zunahmen machen muss. Weil man hat ja immer eine Reihe mit Zunahmen und die andere Seite dann ohne. Und weil das auf beiden Seiten gleich aussieht, weiß ich dann sonst nicht, wo ich die Zunahmen machen muss.
Drum habe ich den drin. Und normalerweise vergesse ich sowieso immer solche Progress Keeper entweder da reinzumachen, damit ihr sehen könnt, wo ich letztes Mal war, oder wenn ich mal einen drin habe, dann den auch zu verschieben. Ja, normalerweise vergesse ich das einfach. ja, dann, was habe ich noch? Ich habe noch etwas Gestricktes, das ich aber eigentlich nicht jetzt gestrickt habe, denn bei meinem Ausmisten habe ich natürlich auch so ganz, ganz alte UFOs gefunden. Und ich habe mir irgendwie so überlegt, ah, das Tuch, da würde ich vielleicht gerne mal noch weiter stricken. Darum habe ich jetzt das mal hergenommen, weil ich habe nämlich da auch, dieses Tuch habe ich schon mehrmals gestrickt. Es ist eine echt alte Anleitung, das schaut so aus. Da strickt man also so Rüschen gleich am Rand mit an. Es fängt sehr schmal an, da bei der Spitze, auch gerade schon mit einer Rüsche. Dann nimmt man immer zu, bis man dann in die Mitte kommt. Ich glaube, ich bin jetzt da noch nicht bei der Mitte. Ich habe es mir eben dann stillgelegt, weil ich denke, ich habe die Nadeln gebraucht. Und ihr seht es aber nachher bei einem fertigen Tuch. Und dann nimmt man dann halt einfach wieder ab, anstatt zu. Das gibt dann so ein, jetzt mache ich hier ein Durcheinander mit den verschiedenen Wollen. Toll! Das gibt dann so ein ganz langgezogenes Dreieckstuch. Ich zeige euch hier mal ein fertiges. Ich habe die alle, die ich hier habe, habe ich aus Garn gestrickt, also Baumwollgarn. Das hier so hellrosa, ganz ein weiches ist das. Und das ist dann halt, die Enden sind dann halt richtig lang und es ist aber überhaupt nicht tief hier vorne. Und halt diese Tücher, die mag ich eigentlich am liebsten von der Form her, um wirklich so als Tuch anzuziehen. Also nicht quasi so über die Schulter, ist ja auch als Tuch. Aber ich meine jetzt so quasi, wenn ich so anziehe, die großen Tücher, die mag ich nicht so anziehen, weil, ach, ja, ich habe jetzt nicht so den längsten Hals und dann fühle ich mich so mit so einem Riesentuch da um den Hals. Das mag ich gar nicht. Aber diese hier, die mag ich wirklich gerne so tragen. Und ich finde es auch aus Baumwolle gestrickt sehr angenehm. Es ist, kratzt halt kein bisschen am Hals und gerade wenn die Baumwolle noch etwas weicher ist, dann finde ich das doch ja, sehr angenehm. Das habe ich ebenso in rosa. Das ist aber schon sehr lange her, dass ich die gestrickt habe. Ich weiß also nicht mehr, was das für Garn war. Wird es auch nicht, das wird man auch nicht mehr irgendwo bekommen. Dann habe ich dieses hier, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist aus so einer Farbverlaufswolle in so Jeansblau. Da weiß ich sogar noch genau, wo ich diese Wolle gekauft habe und wann das war. Es war nämlich in einem Urlaub. 2012 waren wir da an der Nordsee. Und da habe ich mir irgend in einem Warenhaus, wahrscheinlich Karstadt oder so, habe ich mir dann dieses Garn gekauft. Ist auch Baumwolle und auch relativ weich. Und den, also den mag ich ganz gerne. Es gibt halt dann da mit dem Farbverlauf wirklich so schön, ja, nicht alles so unifarben. Den finde ich echt sehr schön. Und dann habe ich eben noch mal eines hier. Ich glaube, das war das erste, das ich gestrickt habe. Ist auch ein Garn, ja, so ganz hell, hell. Türkis eigentlich, aber sehr hell. Ja, das war das erste, das ich gestrickt habe. Und das war, ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja, vor 2012. Ah, ich habe vorhin nämlich nachgeschaut, weil die Anleitung dazu, die war eben
wahrscheinlich, weiß jetzt nicht, ob das könnte sein, dass es 2011 war, war die in einem Heft, Liebesland oder so hieß das, glaube ich, war das da drin. Das hat aber ganz anders ausgeschaut. Die Anleitung war eigentlich mit Mohair. Ich glaube, zwei verschiedene Wollen zusammengehalten und eben ein Strang Mohair, ein Faden Mohair. Und das schaut natürlich ganz anders aus als die jetzt so aus Baumwolle, die ich mir gestrickt habe. Und weil das Heft dann ziemlich schnell vergriffen war, ich glaube, das war auch wegen dieser Anleitung, die war damals ziemlich beliebt und das gab es dann nicht mehr zu kaufen. Und da konnte man aber die Anleitung auf einem Block sich rauskopieren. Und lange Jahre, also ich habe sie da vom Block dann gehabt. Aber irgendwann gab es diesen Blog auch nicht mehr. Und dann, jetzt habe ich aber gesehen, es gibt die Anleitung auf Ravelry, kostenlos, aber sie ist halt einfach nur so in einem Text ausgeschrieben, also nicht so richtig schön. Einfach so dann im Text steht es da. Und, aber man kann es gut danach stricken. Es ist auch relativ einfach zu stricken. Und man kann ja einfach, je nachdem wie viel Wolle man hat, einfach die Hälfte kann man verstricken und dann wieder Abnahmen machen. Dann reicht es auch bis zum Schluss. Ich glaube, ich habe die Tücher immer mit 5 Knäueln gestrickt. Und zwar war es immer so, ja, wahrscheinlich war es immer Baumwollgarn, das ungefähr 125 Meter Lauflänge hatte auf 50 Gramm. Das Graue hier, das ich ja da eben weiter stricken möchte, das ist aus Babykotten von Langjans. Das ist auch sehr weich und das ist aber dünner. Ja, das sieht man ja eigentlich auch. Das ist ein bisschen feiner gestrickt. Das sind 180 Meter auf 50 Gramm. Ja, mal schauen. Eigentlich habe ich Lust, da weiter zu stricken. Aber natürlich möchte ich doch auch bei diesem Pulli vorwärts kommen. Und so wie ich euch letztes Mal erzählt habe, habe ich ja einige ja, Oberteile, die ich mir noch gerne stricken möchte. Dann habe ich euch ja in der letzten Folge so verschiedene Abschminkpads gezeigt, die ich mir genäht und gehäkelt habe. Und ich habe noch zwei mehr gemacht und ich möchte euch jetzt eigentlich dazu sagen, wie ich die finde, weil ich habe jetzt alle ausprobiert. Ich glaube, letztes Mal war es nur eines oder so, das ich ausprobiert habe. Und ich habe noch eben ein neues gehäkelt und zwar ist das dieses hier. Das ist aus Frotte-Wolle quasi. Ich bekam dann nämlich den Tipp von zwei Zuschauerinnen. Dankeschön nochmals, dass ich doch mal dieses Garn probieren soll für die Abschminkpads. Das ist dieses hier, Frotte von Woolly Hugs. Und zwar ist das eben 60, auch 60 Grad waschbar und man kann es auch in den Trockner geben. Ich habe jetzt das eben ausprobiert. Ich finde, also zum Häkeln ist es nicht so angenehm, weil ja, ihr seht ja, das ist so, schaut so aus der Faden. Also ja, es ist nicht wirklich angenehm zum Häkeln, aber es geht. Also ich hatte jetzt keine wirklichen Probleme damit. Es macht einfach nicht so Spaß, finde ich. Aber, und was ich auch finde, wenn man so schaut im Internet, wenn man diese Wolle eingibt, da kommen natürlich verschiedene Bilder aus, langsam. Da kommen verschiedene Bilder von Dingen, die sie aus dieser Wolle gestrickt haben oder gehäkelt haben. Und ich muss also schon sagen, mir gefällt das gar nicht. Ich finde jetzt auch dieses hier
sieht jetzt nicht wirklich schön aus. Man sieht auch das Gehäkelte nicht wirklich mehr, wenn man jetzt das daneben vergleicht. Das ist gleich gehäkelt, aber ja, also das fertige Produkt finde ich jetzt nicht schön. Aber es ist wirklich sehr gut, also dann im Gebrauch. Es ist sehr angenehm, weil es weich ist. Es ist auch so, dass wenn man es dann gewaschen hat und getrocknet hat im Trockner, dann flufft es irgendwie nochmals auf und ist so, halt, wird halt richtig wie Frotte. Und zum Abschminken ist es wirklich richtig angenehm. Es ist weich. Das finde ich halt wirklich sehr wichtig. Das habe ich gemerkt. Also diese hier, die ich gemacht habe, da, die sind mir aus normaler Baumwolle, normalem Baumwollgarn einfach, die sind mir zu hart. Also dieses hier geht, aber das hier ist auch nach dem Waschen und Trocknen ist es mir zu hart. Das, ups, hoppla, finde ich ein bisschen unangenehm da an den Augen. Dann also dieses hier. Von den Gehäkelten ist das wirklich weitaus das Beste. Und da werde ich sicher noch mehr davon machen. Dann habe ich ja noch Genähte. Das hier habe ich euch letztes Mal gezeigt. Das ist aus Molton genäht, beide Seiten. Und dann hatte ich noch das gemacht mit Frotte auf einer Seite und auf der anderen Seite Molton. Da, also ist es so, dass Molton ist sehr weich, also von dem her sehr angenehm, aber wie soll ich sagen? Also jetzt habe ich es, glaube ich, so ungefähr dreimal gewaschen. Jetzt geht es langsam, aber am Anfang hat man sich die Wimperntusche, also ich schminke mich eigentlich nur mit Wimperntusche, so Make-up und so benutze ich nicht. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie das wäre, aber ich habe mir die Wimperntusche mehr oder weniger so im Gesicht verschmiert mit dem. Also ja, das hält irgendwie die Schminke nicht so richtig gut fest. Ja, finde ich. Jetzt ist es ein bisschen besser nach mehrmaligem Waschen, aber für mich jetzt, also davon nähe ich mir nicht mehr, nicht nochmals. Dann habe ich ja das mit Frotte. Da fand ich dann die Frotte-Seite sehr angenehm. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und dann habe ich mir eben nochmals eins gemacht mit Frotte und diesem Stoff auf der anderen Seite. Das ist ein Sommersweat, also so ein Sweatshirt-Stoff, also eher ein dünnerer Sweatshirt-Stoff. Nicht so dünn wie Jersey, aber nicht so dick wie, Sweatshirt. Und ja. Also das ist auch sehr angenehm. Das finde ich auch gut. Und ich denke, ich werde mir von denen noch mehr nähen und ich werde mir auf jeden Fall davon noch mehr häkeln, von der Frottewolle. Das finde ich jetzt für mich so, mit dem, was ich ausprobiert habe, sind das die beiden besten Varianten. Und das geht natürlich super schnell zum Nähen. Also das ist ja dann echt, sind nur zwei Rondellen zusammengenäht. Ich steppe sie auch nicht ab, nur hier, wo ich halt die Wendeöffnung geschlossen habe. Aber ich finde, die Kante ist angenehmer da an den Augen, wenn sie nicht abgesteppt ist, weil sie dann irgendwie weicher ist. Ja, so viel zu meinen Abschminkpads, die ich ausprobiert habe. Dann habe ich euch ja den Putzschwamm oder Spülschwamm gezeigt. Dazu habe ich ein Video gedreht, mein erstes Nähvideo quasi, wie ich das genäht habe. Und das entweder ist das schon veröffentlicht oder es kommt dann gleich nach dem Podcast. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das mache. Ja, ich habe es gestern aufgenommen, aber noch nichts bearbeitet. Da muss ich zuerst noch alles ausprobieren, wie das funktioniert. Aber wenn euch interessiert, wie ich das genäht habe, die sind ja auch gefüttert mit mehreren Lagern und wirklich sehr
praktisch finde ich die, muss ich sagen. Also ich habe es natürlich auch ausprobiert und die finde ich echt gut. Wenn euch das interessiert, ja, dann könnt ihr dann das Nähvideo schauen. Und das hier habe ich euch auch gezeigt, das habe ich auch gehäkelt als Spülschwamm und das finde ich auch nicht schlecht. Also mir gefallen eigentlich diese hier besser jetzt im Gebrauch, aber das finde ich eigentlich auch recht gut. So, und zum Schluss noch, was ich auch noch dann genäht habe zum Ausprobieren halt, so ein Putzlappen. Wie aus einer Seite Frotte und die andere Seite ist eben auch der Bodenlumpe, was ihr so lustig gefunden habt. Also das Bodenwischtuch oder so. Ja, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Und hier nochmal dieser Stoff und dann auch auf dieser Seite das Bodentuch. Die muss ich aber noch ausprobieren. Die habe ich erst einfach schnell genäht und gewaschen. Auch die Größe, ob ich das praktisch finde, weiß ich jetzt noch nicht. Das sehe ich dann. Dieser Stoff hier, den habe ich halt so verwendet, weil der lag einfach so rum, weil ich eben mir daraus einen Pulli nähe. Und zwar gibt es eine Sulong heißt er dann eigentlich, nicht Nitterlong, wieder von der Kunkelstube. Wir nähen zusammen einen Pullover. Es ist ein Kapuzenpullover, also entweder mit Kapuze oder man kann so einen Schalkragen, den man sich dann so umschlagen kann, da rannähen. Und ich mache die Variante mit dem Schalkragen und ich mache den eben aus diesem Stoff. Und einfach kombiniert mit Schwarz. Der Pulli, den wir nähen, der heißt Nelly von Patty Du ist das Schnittmuster. Verlinke ich euch natürlich auch im Blog. Und man könnte immer noch einsteigen, denke ich, wenn man möchte. Dazu müsstet ihr auf die Webseite von der Kunkelstube gehen und da steht alles beschrieben. Ja, also ich habe es eigentlich so verstanden, dass wir ab dem 22. März den nähen. Es haben aber einige, also nicht, ich glaube nur zwei oder so, haben schon ihren Pulli schon fertig genäht. Und das macht aber anscheinend nichts. Also in der WhatsApp-Gruppe sehen wir ja, wer was genäht hat und so. Der Pulli ist ja eigentlich schnell genäht. Es ist jetzt nicht das gleiche wie bei einem Karl, wo man halt dann eben wirklich lange daran strickt. Der ist wirklich schnell genäht und ja, somit, wir möchten eigentlich an Ostern mit dem Pulli fertig sein. Ich denke, das war jetzt alles für heute. Zur Abwechslung mal eine nicht ganz so lange Folge. So, ich glaube, ich habe euch alles gesagt und gezeigt, was ich wollte. Dann ja, verabschiede ich mich von euch und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Macht's gut. Tschüss.